Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Eines Tages war Mathilda mal wieder am Bücherlesen, als plötzlich ihre Eltern ins Zimmer stürmten. Ihr Vater sagte, dass er in die Arbeit müsste. Ihre Mutter sagte, dass sie jetzt zu Gucci einkaufen geht. Aber Mathilda machte das natürlich nichts aus, denn die Zeit, wo ihre Eltern nicht zu Hause waren, war für sie die angenehmste Zeit. Und sie beschloss, spontan in den Park zu gehen und dort ihr Buch fertig zu lesen. Im Park angekommen, sah sie sehr viele Kinder, die miteinander spielten und Spaß hatten. Obwohl Mathilda die Zeit mit ihren Büchern immer genoss, war sie doch leicht traurig, dass sie selber gar keine Freunde hatte. Und da beschloss Mathilda, sie muss ihre Eltern dazu bringen, sie in die Schule zu schicken. Irgendwie wird sie schon schaffen und sie hatte einen Plan. Und am nächsten Morgen war ihre große Chance. Okay, Mathilda, trau dich, du schaffst das. Okay, einfach nur Mut, hingehen und fragen. Das Schlimmste, was sie sagen können, ist nein, es kann nichts passieren. Okay, let's go. Guten Morgen, Mama und Papa. Papa, wieso hast du deinen Hut auf? Wir haben dir schon tausendmal gesagt, du sollst uns nicht beim Fernsehen schauen stören. Und du weißt genau, dass mein Hut auf meinem Kopf klebt. Und ich krieg den nicht mehr runter. Und ich versuche schon seit Tagen, dieses schwarze Make-up von meinem Gesicht zu bekommen. Und das geht auch nicht weg. Die Begucci haben mir gesagt, sie lassen mich nicht mehr rein, erst wenn ich mein Gesicht wieder normalisiere. Oh ja, stimmt, meine Streiche habe ich ganz vergessen. Ich meine, oh, es tut mir aber leid, Mama und Papa. Mathilda, du stehst mir im Weg, verschwinde! Aber ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Ich möchte bitte in die Schule gehen. Ich bin alt genug und ich will endlich anfangen, in der Schule zu lernen. Oh, fängst du schon wieder damit an? Wir haben gesagt, nein, du darfst nicht in die Schule. Wieso glaubst du, dass du auf einmal in die Schule darfst, nur weil du uns fragst? Ich muss mir was anderes überlegen. Ah ja, stimmt. Ich weiß genau schon, was ich sagen werde. Naja, Mama und Papa, wenn ihr mich in die Schule schickt, dann bin ich weniger zu Hause und kann euch nicht vom Fernsehen abhalten. Na, was sagt ihr dazu? Das stimmt, weil dann kann ich länger shoppen. Wir schicken sie einfach in eine Ganztagsschule und dann kommt sie nur am Abend. Und dann kann sie einfach in der Schule essen und wir sparen Geld. Irgendwie, also ich würde mich freuen, in eine Ganztagsschule zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, Mathilda. Wir haben beschlossen, dich in die Schule zu schicken. Freust du dich, meine kleine Ratte? Ich kann's nicht glauben, ich gehe wirklich in die Schule. Danke, Mama und Papa. Und ja, ich freue mich total. Ich kann's nicht glauben. Und ich weiß genau, in welche Schule wir die kleine Ratte schicken werden. Das Lachen wird ihr schon noch vergehen, wenn sie merkt, was das für eine Schule ist. Oder sollten wir besser sagen, Gefängnis. Oh Papa, ich bin so aufgeregt, endlich in die Schule zu gehen. Ich danke dir so sehr. Ja. Bitte sehr. Mal schauen, ob du mir nach diesem Tag immer noch dankst, dass ich dich in diese Schule geschickt habe. Viel Spaß. Hä, was meint Papa damit? Naja, egal. Jedenfalls freue ich mich, endlich in dieser Schule zu sein. Sie kommt! Schnell, rette sich, wer kann! Es ist soweit, macht euch bereit! Seid vorsichtig! Hä? Warum habt ihr alle auf einmal so Angst? Was ist hier los? Was? Weißt du denn nicht, wer in diese Schule geht? Nein, weiß ich nicht. Oh Mann, ich hab so Angst. Ich versteck mich hier beim Baum. So. Wen haben wir denn da, wenn das nicht diese kleinen, widerlichen Maden namens Kinder sind? Ich hasse Kinder und... Du da! Was hast du da? Schnell weg! Was ist hier los? Wer ist das? Und wieso haben alle Angst vor dieser Frau? Das ist Frau Knüppelkuh. Sie ist die schlimmste Person in dieser Schule. Sie ist super grausam und so gemein. Was macht sie denn so Grauenhaftes, dass jeder so Angst vor ihr hat? Pass einfach auf und schau, was als nächstes passiert. Los, antworte mir! Was hast du auf deinem Kopf? Meinen Sie etwa meine zwei Pferdeschwänzchen? Die hat mir meine Mama gemacht. Sie fand das süß. Pferdeschwänzchen? Bist du etwa ein Pferd? Erlaube ich Pferde in meiner Schule? Nein, Frau Knüppelkuh. Ich erwarte mir, dass du dir diese blöden Zöpfe abschneidest. Aber meine langen Haare. Was habe ich da gehört? Aber? Halt mal meinen Schlagstock. Hast du etwa aber zu mir gesagt? Na warte, dir muss ich jetzt eine Lektion erteilen. Komm schon her, gib mir deine Zöpfe. Au, meine Haare. Wehe, du wagst es noch einmal mit Zöpfen in die Schule zu kommen. Hör sie auf, bitte. Lassen Sie mich los. Ich soll dich loslassen? Bitteschön. Das soll euch anderen Kinder auch eine Lehre sein. Wehe, ihr kommt nochmal mit sogenannten süßen Frisuren in die Schule. Und was steht hier eigentlich alle so rum? Geht gefälligst in die Klasse oder soll ich euch mit diesem Stock schlagen? Los. Ja, natürlich, Frau Knüppelkuh. Verzeihen Sie, Frau Knüppelkuh. Oh, ich liebe es, Kinder zu schlagen. Was ist gerade passiert?
Was war das? Wer war diese Frau? Das ist Frau Knüppelkuh. Das ist die Direktorin dieser Schule. Und sie ist so grausam und hasst Kinder. Du hast doch selbst gesehen, was sie mit diesen Mädchen gemacht hat. Auch wenn du nichts tust, sie findet immer etwas, um Kinder zu bestrafen. Und das lassen die Eltern zu? Sagen sie nichts dagegen, dass diese Direktorin die Kinder schlägt? Würden dir deine Eltern glauben, wenn du ihnen sowas erzählst? Ich glaube nicht. Sie hat nämlich in der Stadt einen sehr guten Ruf und keiner weiß, wie sie in Wirklichkeit ist. Nur wir Kinder wissen das. Und die Lehrer, aber die können auch nichts dagegen tun. Wir sollten jetzt besser in die Klasse gehen. Ja, du hast recht. Komm, gehen wir schnell rein. Also das ist meine neue Schule. Heute ist mein erster Tag hier. Magst du mir vielleicht die Schule zeigen? Ja, kann ich machen, aber mach dich auf was gefasst. Das ist wirklich keine normale Schule hier. Eigentlich hat diese Schule mehr was von einem Gefängnis als von einer normalen Schule. Also wenn du hier reinkommst, hier gibst du deine Jacken ab und deine Schuhe. Und dort oben kannst du deine Rucksäcke ablegen. Und das ist der Speisesaal. Hier sitzt normalerweise Frau Knüppelkuh und isst das beste Essen. Und wir bekommen nur Schleim und ekelhaftes Zeug zum Essen. Ich habe mich so lange auf eine Schule gefreut und dann komme ich in so etwas. Wie gesagt, die meisten Leute wissen nicht, wie die Zustände in dieser Schule sind. Wenn die Direktorin schon so böse und gemein ist, wie wird dann meine Lehrerin sein? Oh, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wir haben die süßeste und netteste Lehrerin, die es gibt. Komm mit, ich zeig sie dir. Komm schon, du brauchst wirklich keine Angst haben. Guten Morgen, Frau Honig. Wir haben eine neue Mitschülerin. Hier, bitteschön, ich habe sie hierher gebracht. Oh, das ist sehr aufmerksam von dir, Lavendel. Hallo. Oh, und du musst Mathilda sein, oder? Nimm doch bitte Platz. Ich muss schnell die Zöpfe von unserer lieben Hortensia aufmachen. Sonst wird sie Frau Knüppelkuh wieder herumwirbeln wie ein Helikopter. Ja, natürlich. Und du, Hortensia, du weißt genau, dass Frau Knüppelkuh so süße Haare wie deine nicht mag. Also nächstes Mal, wenn deine Mama dir diese Zöpfe macht, dann mach sie bitte vorher auf, bevor du in die Schule kommst, okay? Und ich muss sagen, deine offenen Haare schauen auch wunderschön aus. Ja, Frau Honig, vielen, vielen Dank. Und jetzt zu dir, Mathilda. Magst du bitte nach vorkommen und dich vor der Klasse vorstellen? Ja, sicher. Also, mein Name ist Mathilda und ich bin 6 Jahre alt. Schön, euch alle kennenzulernen. Ich hoffe, wir werden Freunde. Wir möchten dich herzlich in unserer Klasse willkommen heißen, Mathilda. So, du kannst wieder Platz nehmen. Und da du erst jetzt in der Schule angekommen bist, kannst du versuchen mitzumachen, aber du brauchst dich nicht stressen, okay? Also, letzte Woche haben wir die Zweierreihe gelernt. Und wir werden diese jetzt ein bisschen üben, okay? Also, Enid, kannst du mir sagen, wie viel ist 2 mal 4? 2 mal 4 ist 8, Frau Honig. Ausgezeichnet, Enid. Und du, Wednesday, kannst du mir sagen, wie viel ist 2 mal 6? 2 mal 6 ist 12, Frau Honig. Sehr gut, Wednesday. Das hast du auch sehr, sehr gut gemacht. Okay, und jetzt du, Lavender. Kannst du mir sagen, wie viel ist 2 mal 9? Das ist schon etwas schwerer. 2 mal 9. 2 mal 9 ist 18? Sehr gut, Lavender, das war richtig. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr irgendwann mal jede Aufgabe lösen. Auch zum Beispiel so eine extrem schwierige, wie zum Beispiel 13 mal 379. Das ist 4927. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt, Mathilda? Ich habe nur Ihre Frage beantwortet. Sie haben doch gefragt, wie viel 13 mal 379 ist. Es ist 4927. Hast du das etwa in deinem Kopf ausgerechnet? Ich muss schnell meinen Taschenrechner holen und das kontrollieren. Das kann ja nicht mal ich im Kopf rechnen. Also 13 mal 397. Du hast recht, es ist wirklich 4927. Wow, Mathilda, wie hast du denn das geschafft? Nicht mal die Lehrerin konnte das im Kopf ausrechnen. Mathilda, kannst du mir vielleicht auch sagen, wie viel 4927 mal 4927 ist? Oh, natürlich, das ist 24.275.329. Das ist auch richtig, Mathilda. Ich glaube, du bist hochbegabt. Ich wünschte, ich wäre so klug wie Mathilda. Sie ist schneller als jeder Taschenrechner. Wow. Ein normaler Mensch kann doch sowas nicht im Kopf rechnen. Na, dann freut es mich, so eine hochbegabte Schülerin in meiner Klasse zu haben. Ich werde, glaube ich, mal ein Wörtchen mit der Direktorin sprechen. Ich glaube, du musst eine Klasse oder 2 oder 4 Klassen überspringen. Los, Leute, gratuliert der Mathilda für ihre Intelligenz. Los! Mathilda, gratuliere! Oh, bitte, hört auf. Ihr seid alle so nett. Vielen, vielen Dank. Na gut, die Mathematik bist du soweit. Dann schauen wir mal, wie gut deine Deutschkenntnisse sind. Also, wer kann mir das ABC ohne Fehler sagen?
Ich hatte am Anfang schon schreckliche Angst vor dieser Schule. Aber jetzt, durch diese liebe, liebe Lehrerin, freue ich mich umso mehr auf meine Schule. Die Frau Knüppelkuh ist schon eine gemeine Direktorin. Oder was sagt ihr? Menschen, die so gemein sind wie Frau Knüppelkuh, müssen bestraft werden. Oder wie findet ihr das? Und ist Frau Honig nicht eine zuckersüße Lehrerin? Ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen. Und falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanke ich mich noch bei treuen Zuschauern, die immer nette Kommentare schreiben, wie zum Beispiel: Das erste große Dankeschön geht an Tokatoast Fanpage. Vielen Dank für deinen langen Kommentar. Das ist so lieb von dir. Als nächstes grüße ich Ostoja Ristik. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vielen Dank, dass du ein Fan bist und unseren Kanal abonniert hast. Danke dir. Als nächstes haben wir einen Kommentar von Wednesday höchstpersönlich. Wednesday, ich mache zwar keine Story von ihr persönlich, aber sie kommt in dieser Story vor. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und Wednesday, danke, dass du ein Kanalmitglied bist. Als nächstes grüße ich Leonie und auf dem Bild, glaube ich, sind das deine zwei Brüder. Die grüße ich auch. Und zu guter Letzt grüße ich noch Peter Bovtsovska. Ich hoffe, ich habe deinen Familiennamen nicht zu falsch ausgesprochen. Danke dir, Peter, dass du ein Kanalmitglied bist. Vielen Dank. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.